Hallo, liebe Filmfreunde, hier ist euer 4Hies82 mit einem neuen Mediabook-Unboxing-Video für euch. Und ich bekam ein kleines Paket von Studio-Kanal. Erstmal auch hier vielen herzlichsten Dank dafür. Und da war das Mediabook drin, was Ende Mai veröffentlicht wurde, nämlich Proof of Life oder auch Lebenszeichen mit Russell Crowe und mit der McGuire in Hauptrollen. Der Film ist aus dem Jahre 2000 und das ist wirklich schon sehr, sehr lange her. Und ich habe diesen Film auch damals auf DVD gehabt und fand diesen Film wirklich richtig, richtig gut. Hat mir sehr gut gefallen. Natürlich jetzt nach knapp 24 Jahren kann ich mich jetzt noch vage daran erinnern und auf eine Blu-ray-Veröffentlichung mussten wir jetzt wirklich extrem lange warten. Und damit hat nun Studio-Kanal uns auch einen Gefallen getan, denn jetzt kommt dieser Film ebenfalls nun auch erstmals in Blu-ray heraus. Gott sei Dank hier vielen Dank, denn auf diesen Film haben wir schon sehr gefreut und auch noch in einem wirklich sehr, sehr schicken Mediabook, wie ich finde. Aber irgendwie so im Auge. Ja, das Cover-Artwork ist gezeichnet worden von dem Künstler Aurelio Lorenzo. Und schaut auch wirklich hier sehr schön aus. Wir haben hier auch ein komplett Ringsrum-Cover-Motiv. Auch das werden wir uns gleich mal angucken. Der Film ist ab 12 Jahren freigegeben und geht 135 Minuten. Ist ein Entführungsthriller mit Russell Crowe, wie gesagt, und ist wirklich sehr, sehr spannend. Das Mediabook kostet gerade mal beim Play and Pictures Online-Shop gerade mal 24,95 €. Also für ein Mediabook wirklich sehr, sehr günstig. Und mal gucken, was es mit dem Buch noch zu bieten hat, außer ein schönes Artwork. Und würde mal sagen, wir machen mal die Folie runter und dann schauen wir uns mal das Mediabook mal ganz genau an. Und ich glaube sogar, das ist sogar der allererste Film, den ich gesehen habe mit dem Darsteller namens, Moment, ich muss mal ganz kurz gucken, David Morse, genau, das ist, glaube ich, dieser Mann, glaube ich, gewesen, oder? Moment. Ja, okay, würde mal sagen, wir gehen jetzt direkt mal so, wie wir sind, in die Ego-Perspektive über. Und dann schauen wir uns mal das Mediabook mal ganz genau an und bis gleich hinter der Kamera. Und da sind wir auch schon in der Ego-Perspektive mit dem Mediabook zu Proof of Life, Lebenszeichen mit Meg Ryan und Russell Crowe vom Studio-Kanal. Und ja, hier erstmals auf Blu-ray erhältlich dieser Film. Der Film ist ab 12 Jahren freigegeben und hier nun eben der Action-Hit erstmals in HD. Mediabook mit exklusivem Artwork und 32-seitigen Booklet. Und dann drehen wir ganz kurz mal rum und dann schauen wir uns mal ganz kurz die Rückseite an. Der explosive Kidnapping-Thriller von Taylor Hackford, der auch im Auftrag des Teufels gemacht hat, mit dem Hollywood-Superstars McGuire und Russell Crowe. Terry Thorne ist Verhandlungsspezialist für K&R-Fälle, Kidnapping und Ransom. Als im krisengeschüttelten Staat Tecala der Ingenieur Peter Bowman von Rebellen entführt wird und alle Verhandlungen scheitern, muss Terry zusammen mit dessen Frau Alice die Situation auf eine eigene Faust klären. Der ehemalige Soldat macht sich auf in den Dschungel zusammen mit erprobten Söldnern, Hubschrauber, Handgranaten und Maschinengewehren. Es rasselt kräftig im Karton, atemberaubend spannend und ja, das war er damals wirklich, denn ich kann mich auch noch ein bisschen vage noch dran erinnern. Als Extras gibt es auch hier noch einen Audiokommentar vom Regisseur, ein Making-of, die Dokumentation Kein Hollywood-Märchen, Interviews mit Cast and Crew, TV-Spots und auch ein Trailer. Dann finden wir hier noch dann die Credits und wir haben hier Sprache Deutsch, 5.1 DTS HD Master Audio und Englisch ebenfalls in derselben. Dann haben wir hier Untertitel Deutsch für Hörgeschädigte, Laufzeit 136 Minuten und wir haben hier Regionalcode B. Einmal hier die limitierte Auflage, wir haben hier 1500 Stück. Beugen sind hier in die Limitierungssumme auch dann drin stehen. Ich habe hier eben keinen Weiß, eben hier ein Weißmuster, wenn es ein Pressemuster ist. Und damit kann ich auch wunderbar leben. Ja, was man auch hier schon mal sehen, ihr seht ja schon, ist hier der Parole ist hier befestigt worden mit diesem, jetzt geht's ab, mit dieser kleinen Folie, damit es auch dran hält. Muss sagen, es wäre jetzt nicht unbedingt nötig, weil andere, schaffen es auch, dass auch
der Banol auch so hält. Unnötiges Plastik, wie ich finde, aber gut, damit kann ich jetzt auch noch leben. Und dann machen wir hier mal runter. Ist auch nicht festgeklebt, schon hier sehr schön gemacht. So schaut das Ganze mal aus. Ist auch eine sehr stabile Pappe oder Banderole. Und jetzt schauen wir uns mal das Mediabook an. Einmal hier das wunderschöne Artwork von dem Aurelio Lorenzo. Muss echt sagen, schaut hier wirklich sehr gut aus. Auch hier nochmal ein Proof of Life Lebenszeichen. Eben hier Russell Crowe und die McRyan gut zu erkennen, wie ich jetzt persönlich finde. Und wenn wir jetzt hier mal hingehen, ihr seht ja schon, die Charaktere haben auch hier einen Glanzeffekt bekommen. Aber Proof of Life nicht, was sie auch hier sehr schön ausschaut. Also hier, das ist natürlich schon sehr abgehoben, wie ich finde. Und macht auch wirklich was her. Vom Druck auch her, gestochen scharf und auch natürlich hier schöne kontrastreiche Farben. Wir gehen mal weiter zum Spine über und auch hier nochmal Proof of Life. Nochmal hier ein Bildchen, ein Polaroid-Foto und hier dann die Rückseite. Und diese schaut hier dann so aus. Mit ein paar weiteren Szenenfotos aus dem Film, die gezeichnet wurden. Auch das sehr schön gemacht. Und wenn wir jetzt mal hier alles aufschlagen, dann schaut das ganze Mediabook hier so aus. Und das ist auch schon mal hier ganz schön geworden. Ja, aber jetzt kommen wir zu dem großen Kritikpunkt. Aber ich habe das jetzt gerade eben jetzt erst bemerkt, wirklich, als ich jetzt das hier gemacht habe. Und jetzt seht ihr das, wir haben hier einen dicken Tray hier drin. Denn wir haben eben nur eben die Blu-ray-Fassung hier mit dabei. Es ist keine DVD mit dabei. Deswegen denke ich mir auch, ist der Preis recht kostengünstig. 24,95 Euro. Ist natürlich von allen von Vorteil. Ja, viele sagen, man braucht keine DVD, ist auch vollkommen in richtig, brauche jetzt auch nicht mehr unbedingt. Aber irgendwie muss ich sagen, ich mag diese Mediabooks nicht, wo der Tray so dick ist. Man hätte auch hier einfach den Sound mit reinpacken können oder noch einen Bonusfilm vielleicht, denn irgendwie schaut das jetzt nicht ganz so toll aus. Also hier eben eigentlich dann jetzt ohne Tray und so schaut das Ganze aus. Auch hier haben wir ein bisschen Hochglanz mit dabei. Das Bild ist ja nicht wirklich ganz so scharf, aber natürlich das Buchteil ist auch hier wirklich sehr dick. Bevor wir zum Buchteil kommen, einmal hier dann noch dann das Hintergrundmotiv bzw. die Disc, einmal hier eben die Blu-ray-Disc, Laufzeit 136 Minuten, ab 12 Jahren freigegeben und auch das passt auch perfekt zum Hintergrundmotiv von hier. Wenn wir jetzt hier mal so hochklappen, dann sehen wir es auch hier sehr deutlich, dass das auch hier so gefärbt wurde oder gemacht wurde, wie auch das Hintergrundmotiv, die Disc. Ja, ist okay. Leider auch nicht ganz so ein scharfes Bild. Und jetzt schauen wir uns mal kurz das Booklet an. Einmal hier Proof of Life, Lebenszeichen. Und auch hier natürlich ein sehr schönes Motiv hier. Und auch so gemacht wie eine Akte aufgebaut. Und dann geht es hier schon mal los mit ein sicherer Hit, dachte man. Die besten Geschichten schreibt das Leben. Ein Text von Tobias Hohmann und wenn ich das lese, freut es mich schon mal, weil er schreibt immer sehr gute Texte. Vor allem auch, man bekommt auch sehr viel Hintergrundwissen über die Entstehung des Films und da bin ich auch sehr froh, dass auch er hier geschrieben hat und bin gespannt, was euch hier reinschreibt. Aber ich sehe hier schon, das ist wirklich hier sehr gut gemacht und man bekommt hier wirklich sehr viel Wissenswertes über die Entstehung des Films wieder und genau das möchte ich auch gerne lesen. Einmal hier, dann Russell Crowe. Die sind also noch sehr stabil. Stars für die Hauptrollen. Dann die Authentizität um jeden Preis. Dreharbeiten am Limit und darüber hinaus. Ein paar weitere Szenenfotos aus dem Film. Rahmen am Set, also hier geht es wirklich sehr um die Entstehung, das finde ich richtig gut. Enttäuschungen und Nachwehen. Und dann sind wir auch hier schon durch mit den Quellenangaben noch. Und dann noch ein paar Szenenfotos. Und dann sind wir auch hier durch. Und hier eben dann noch dann die Blu-ray-Disc. Aber trotz alledem ein sehr umfangreiches Booklet mit viel Wissenswertes über die Entstehung des Films. Und das ist schon mal sehr interessant. Ja, meine Lieben, das war auch schon mal das Mediabook zu Proof of Life.
mit dem kleinen Wermutstropfen, dass es eben nur die Blu-ray Disc enthalten ist, weil ich hier sehr schade finde, denn dieser Film auf DVD wäre auch nochmal schlecht gewesen, denn ich habe auch die DVD auch nicht mehr von dem Film, gebe ich zu. Ja, würde mal sagen, wir gehen jetzt nochmal zurück zum Hauptschirm und bis gleich. Ja, meine Lieben, und das war's auch schon mit dem Mediabook zu Proof of Life, Lebenszeichen mit der McGuire und mit Russell Crowe. Und wie ich schon sagte, den Film habe ich damals vor langer Zeit das letzte Mal gesehen und fand ihn damals auch noch sehr gut und habe gewusst, okay, dieser Film kommt jetzt auf Blu-ray raus und dachte, okay, den brauche ich auf jeden Fall. Und hier nochmal vielen Dank an Studio Kanal. Und ja, zum Mediabook. Das Motiv ist ja wirklich sehr schick geworden. Ein Rundum-Motiv vor allem. Von einem sehr begabten Künstler, wie ich es mal behaupten würde. Und also man erkennt die beiden dann doch wirklich doch sehr gut als Russell Crowe und als, auch als McGuire. Und auch mit diesem Glanzeffekt auch hier sehr schön gemacht. Ja, die Banderole mit der Befestigung, mit der Folie kann man sich eigentlich sparen, weil es hält auch, denke ich mal, so, wenn man es eben eingeschweißt bekommt. Schaffen auch andere, ja, Studios ja auch. Aber ist jetzt hier, ja, klein, ich habe noch vorne. Mein größter Kritikpunkt ist wirklich der One-Tray-Disc-Set. Das ist eigentlich ein bisschen schade, dass es so ausschaut. Ein Bonusfilm oder natürlich hier Soundtrack. Natürlich immer hier rechtliche Frage, natürlich auch vollkommen klar. Oder einfach die ganz normale DVD wäre auch noch in Ordnung gewesen. Aber irgendwie, das ist irgendwie so ein kleiner Wermutstropfen. Gut dafür ist es wirklich extrem günstig. Also 24 Euro für einen 95 für einen Film, der zwar etwas älter ist, aber erstmals auf Blu-ray rausgekommen ist, ist auf jeden Fall für mich auf jeden Fall ein guter Grund, hier mal zuzuschlagen. Und ja, was sagt ihr denn zu diesem Mediabook, zu Proof of Life, Lebenszeichen? Ich freue mich auf jeden Fall jetzt, diesen Film endlich mal wieder sehen zu dürfen. Es ist echt lange her bei mir. Und dann ein Kauflink unten in der Videobeschreibung zu Studio-Kanal auf dem exklusiven Online-Shop von Play & Pictures. Dann sind wir hier durch. Bleibt schön gesund, tschüss mit euch und es kommt noch ein weiteres Video von Studio Kanal. Also bleibt einfach dran oder bis denne, tschüss mit euch und